Okay, Tails, es wird Zeit für etwas Teamwork. Wir packen das zusammen. Du hebst mich da hoch und dann kommen wir... Tails? Ey, du sollst dich packen, nicht... Komm wieder runter. Bitte? Danke. So, jetzt aber nochmal. Also, du gehst in die Luft. Ich hänge mich an dich dran und... Okay, dann eben nicht. Sonic Origins ist wieder da! Im letzten Jahr hat uns diese kleine Sammlung ja schon mit 4 klassischen Sonic-Abenteuern auf diversen Plattformen beglückt. Allerdings das zum vergleichsweise happigen Preis von 40 Euro und dann auch noch nur als Download und naja. Und ähnlich wie bei Sonic Mania hat sich Sega wohl gedacht, komm, wir reichen ein Jahr später eine Plus-Version nach, die dann nicht nur ein paar kleinere neue Sachen mitbringt, sondern eben auch eine Einzelhandelsausgabe. Auch wenn da nur die Download-Version auf dem Switch-Modul ist, also die alte Download-Version und die ganzen neuen Zusatzinhalte als Download-Code in der Box liegen. Es ist alles richtig blöd gelöst, okay? Darauf können wir uns hoffentlich einigen. Allerdings wollen wir uns in diesem kleinen Videorundblick mal anschauen, was eigentlich Sonic Origins Plus alles hinzugefügt hat zu dem alten Abenteuer. An dieser Stelle auch vielen lieben Dank an Sega für die freundliche Bereitstellung des Review-Codes von Sonic Origins Plus. Eine kurze Zusammenfassung für diejenigen, die mit Sonic Origins noch nicht vertraut sind. Dabei handelt es sich um eine Sammlung, die Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles und Sonic CD umfasst. Einst Mega Drive-Titel, beziehungsweise in einem Fall ein Mega CD-Titel und jetzt halt mal wieder zusammen in einer weiteren Sammlung. Wobei Sonic 3 und Knuckles ja schon in diversen vorherigen Sammlungen gefehlt hat. Ja, mutmaßlich aus lizenztechnischen Gründen, denn in der hier enthaltenen Versionen in Sonic Origins sind so ein paar Sachen verändert worden. Namentlich sind diverse Songs ausgetauscht worden, was bei Hardcore-Fans natürlich auf sehr wenig Gegenliebe gestoßen ist. Aber naja, ich persönlich bin froh, dass ich mein liebstes Sonic-Spiel überhaupt mal wieder spielen kann. Also mein liebstes 2D-Sonic-Spiel. Von daher alles gut aus meiner Sicht. Überhaupt, die Sammlung kam insgesamt eher weniger gut an. Unter anderem auch wegen ein paar technischen Ungereimtheiten, die ich allerdings offen gestanden nicht so bei mir festgestellt habe. Keine Ahnung, ob ich einfach nur Glück hatte, ich das Auge nicht dafür habe, weil ich die Originale nicht mehr so in- und auswendig kenne. Oder was auch immer. Also ich würde sagen, für den Casual-Beobachter und so, der das halt mal, der jetzt nicht so wirklich tiefgründig in der Materie drin ist, ist das durchaus eine ordentliche Sammlung. So, was macht jetzt die Plus-Version anders? Das Hauptaugenmerk seht ihr schon in den Clips, die ich hier bisher abgespielt habe. Es ist nämlich Amy Rose spielbar. Die Gute hat genug davon, sich lediglich als Entführungsopfer in Sonic CD abschreiben zu lassen und schreitet selbst zur Tat. Und das in allen 4 enthaltenen Spielen, die ihr somit etwas anders erleben könnt als vorher. Amy Rose spielt sich dabei weitestgehend identisch zu Sonic, mit dem Unterschied, dass sie halt ihren Hammer benutzen kann, das einmal so als Abwandlung ihres Drop Dashes. Also wenn man die Sprungtaste im Sprung gedrückt hält und dann landet, dann wetzt sie mit ihrem Hammer ein bisschen vor. Und außerdem kann sie ihren Hammer auch auf Knopfdruck in der Luft noch einmal schwingen. Dadurch hat sie auch ein bisschen mehr Trefferreichweite, als es die anderen Charaktere tun, weswegen man zum Beispiel Bosse, die gerade so normalerweise aus der Reichweite von Sonic und Co. sind, dann auch erwischen und entsprechend einfacher plätten kann. Dadurch kann man so ein paar neue Strategien entwickeln. Ist eigentlich ganz interessant gemacht. Ebenfalls neu in der Plus-Version ist, dass Knuckles jetzt auch in Sonic CD spielbar ist. Und ganz ehrlich, das ist so ein Fall von, warum war das von vornherein nicht so? Weil Knuckles Moveset ist perfekt für Sonic CD. Gut, er ist jetzt nicht so derjenige, der auf Tempo getrimmt ist, das ist aber alles bei Sonic CD jetzt nicht ganz so schlimm. Es gibt halt diverse Punkte, wo man ganz gut Tempo aufbauen kann, um die Zeitsprünge dann zu initiieren. Das Wichtige ist allerdings, Sonic CD ist ein etwas erkundungslastigeres Spiel, weil man zum besten Ende des Spiels
bestimmte Punkte auf den Karten suchen, in den Leveln suchen muss, weil da dann, wie heißen die Dinger, Hologramme von Metal Sonic herumstehen oder halt diese Maschinen von Robotnik. Und diese sind natürlich mit Knuckles Klettereien und dem Gleitflug bedeutend einfacher aufzuspüren als mit Sonic und Co., die einfach nur springen müssen. Wobei, gut, Tails ist auch noch sehr praktisch dabei, aber Knuckles ist da halt so ein bisschen ansatzweise fordernder, würde ich sagen. Der kann halt nicht einfach nur quer durch den Level fliegen. Jedenfalls, er passt hervorragend rein und er ist jetzt im Prinzip mein Lieblingscharakter, wenn es um Sonic CD geht. Aber das liegt auch zum Teil daran, dass ich Knuckles sowieso eigentlich in den klassischen Sonic-Spielen bevorzuge und mag. Mehr als nettes Extra zu verstehen und nicht als wirklich großen Inhalt von Substanz sind die Game Gear-Spiele, die jetzt auch mit Sonic Origins Plus ergänzt worden sind. Dabei handelt es sich um insgesamt 12 Titel, nämlich Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Triple Trouble, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic Drift, Sonic Drift Racing, Sonic Chaos, Sonic Blast, Tails Adventure und Tails Sky Patrol. Meine Güte, sehr viel Sonic fürs Geld. Und ich habe noch vergessen, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine ist natürlich auch dabei. Meine Güte, das ist eine Menge Sonic. Die Spiele an und für sich sind okay zum Großteil. Manche davon sind halt 8-Bit-Versionen, bedeutend geschmeidigerer Mega Drive-Titel. Komischerweise ist auf der Switch die Button-Konfiguration ein bisschen verdreht worden. Ich schätze mal, weil das Ganze nach Schema Xbox Gamepad eingerichtet wurde, sprich die A-Taste ist dann die alte 1-Taste auf dem Game Gear und die B-Taste die 2-Taste, was auf dem Xbox-Pad dann halt wirklich ausrichtungsmäßig ist wie auf dem Game Gear, aber auf der Switch halt andersherum. Das ist für 11 von den Spielen irrelevant. Aber treibt mich bei Sonic Spinball in den Wahnsinn, weil da mit der rechten Taste dann der linke Flipperarm betätigt wird und mit der linken Taste der rechte Flipperarm. Also zumindest jetzt auf der Switch. Das lässt sich auch nicht umstellen. Es gibt zwar ein alternatives Kontrollschema, aber das sorgt nur dafür, dass man mit einer Taste dann gleichzeitig beide Arme bewegen kann. Das ist eher doof. In allen anderen Spielen ist es irrelevant. Das will ich natürlich zugeben, aber meine Güte, die Spiele an sich sind ganz nett, man kann sie sich mal anschauen und so, aber gerade bei den Plattformern merkt man zum größten Teil, da fehlt es so ein bisschen Substanz. Die Level sind sehr kompakt und nicht wirklich spannend gestaltet. Es gibt ein paar nette Konzepte, wie zum Beispiel Sonic Labyrinth, wo man sich so ein bisschen mehr mit Sonic Spin Dash durch die Gegend bewegt, weil er ein sehr langsames Lauftempo in dem Spiel hat. Und das Ganze sich so ein bisschen flipperartig spielt, quasi nur ohne Flipperarme. Und selbst in dieser grafisch simpleren Version ist Dr. Robotnik's Mean Bean Machine bzw. Puyo Puyo halt immer noch ein klasse Ding, das man halt mal machen kann. Wobei mich bei Mean Bean Machine auch die Rotationsrichtung ständig durcheinander bringt. Also ich verdrück mich hier ständig, weil die Tasten nicht genau das machen, was ich erwarte. Das macht es auf den höheren Stufen ein bisschen unangenehm. Und naja, ich meine, wer Puyo Puyo spielen möchte auf der Switch, der wird sich jetzt nicht unbedingt Sonic Origins kaufen. Aber hey. Und das ist im Prinzip alles, was Sonic Origins Plus zum Hauptspiel hinzufügt. Es ist wirklich cool, dass man jetzt mit allen klassischen Charakteren inklusive Amy Rose in allen Spielen noch spielen kann, auch wenn ich mir echt gewünscht hätte, dass Knuckles wirklich in der Basisversion schon überall spielbar gewesen wäre, aber na gut. Die Game Gear Titel sind zudem ein netter Bonus, wenn auch jetzt nicht wirklich großartig, aber hey, immerhin verleihen sie der Sammlung ein bisschen mehr Wert. Kann man sich als Fan durchaus mal gönnen, wenn man die Titel mal mit einem neuen Charakter erkunden möchte. Es gibt nur einen einzigen kleinen Haken bei der ganzen Sache und das ist der Preis. Wer das Basisspiel bereits besitzt, muss nämlich im eShop nochmal 11 Euro für den DLC bezahlen. Das wäre jetzt an und für sich keine allzu große Sache, wenn das neue komplett
Bundle bestehend aus dem Hauptspiel und der Plus-Erweiterung nicht 40 Euro kosten würde, was halt die Basisversion alleine letztes Jahr schon gekostet hat. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, kommt die Plus-Erweiterung auch noch mit zwei weiteren DLC-Paketen daher im Bundle, die separat 4 Euro das Stück gekostet haben. Das heißt, wenn man jetzt Sonic Origins letztes Jahr gekauft hat und dazu die zwei DLC-Pakete dazu gekauft hat, dann muss man trotzdem nochmal 11 Euro auf die Theke legen, obwohl man zwei Drittel des Download-Pakets bereits besitzt. So zahlt man potenziell fast 60 Euro für ein Spiel, das man heute für 40 kriegen kann. Diese Preisstruktur finde ich einfach nur unglücklich blöd gelöst. Von daher würde ich explizit dazu raten, eher auf ein Sonderangebot zu warten und ganz ehrlich, das wird kommen. Es sei denn natürlich, ihr holt euch die Modulausgabe, dann liegt der Downloadcode ja mit drin. Aber echt, Sega, das habt ihr irgendwie verbockt. Solltet ihr allerdings zu denen gehören, die Sonic Origins bisher noch nicht besitzen und noch nicht gespielt haben und zudem ein Fable für 2D-Plattformer alter Schule haben, dann solltet ihr spätestens jetzt vielleicht mal reinschauen, denn die Klassiker lohnen sich immer noch. Nun gut, aber das soll es dann auch schon für heute sein. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in Sonic Origins Plus gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in aller Frische wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut!